Willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte dir heute hier diesen Class Lexion 650 hier vorstellen. Der kostet hier 255.000 Euro. 9.000 Liter ist hier der Grundspeicher groß, 30 km/h, das ist schnell. Und wir haben hier 80 Liter Adlon, 800 Liter Kraftstofftank und eine Leistung von 359 PS, entsprechend 264 kW. Ja, Leasing kostet er uns 13.005 Euro nur. Ich finde, das Modell ist echt cool. Ich kann mich irgendwie erinnern, habt ihr das auch schon in 17er gesehen. So, wir haben hier Reifenhersteller Trenneborg und dann die Standardreifen. Dann haben wir hinten Standardreifen einmal umgedreht. Ich frage mich nicht, warum. Keine Ahnung, was das hier hinten bringen soll, weil hinten ist ja nur die Achse, was mitlenkt. Vorne ist ja die Antriebsachse. Soweit ich das irgendwie in Erinnerung habe. Dann haben wir hier einmal Breitreifen. Dann haben wir hier den hinteren wieder umgedreht. Dann haben wir Bandlaufwerk vorne. Und dann haben wir wieder den Reifen hinten umgedreht. In der Laufrichtung. Dann haben wir Michelin-Bereifung. Standard. Dann wieder hinten umgedreht. Dann Bandlaufwerk. Und dann wieder hinten umgedreht. Dann haben wir hier Continental-Bereifung. Finde ich auch optisch her, sieht einfach cool aus. Continental. Aber ja, Sommerreifen mal. Dann haben wir hier hinten wieder den Reifen umgedreht. Dann haben wir Bandlaufwerk und dann wieder den Reifen umgedreht. Als nächstes haben wir dann das Design. Dann haben wir hier ein Logo von hier ein Lohnunternehmen drauf. Und dann haben wir hier dann hier die Type, Service, wie man hier das Ganze so lesen kann. Dann hier wieder ein Lohnunternehmen. Und dann wieder hier noch ein Logo. Dann haben wir hier Nummerierung von 1 bis 5 haben wir nur. Ich halt das mal in Erinnerung gehabt, in 17er war das von 1 bis 9 gewesen. Ja, dann haben wir seitlich hier so reflektierende Sicherheitsaufkleber. Geht einmal hier nur so her und dann haben wir, drehen wir mal um, dass wir es besser sehen können. Dann geht es noch bis hier vorne hin weiter. Dann haben wir hier vorne, haben wir zwei verschiedene. Einmal hier so ein Transportschild, dass man also gesehen wird besser. Und dann haben wir hier noch ein anderes als Schutz und dass man gesehen wird. Das war jetzt einmal hier der. Dann haben wir als nächstes hier den Class Lexion 660, also bis 670 Motorisierung. Der kostet 290.000 Euro und 14.790 Leasing. Hat einen Kornspeicher hier von 10.500 Liter, 30 km/h ist er schnell. 80 Liter Blue, 800 Liter Kraftstofftank, 400 PS und er hat eine Leistung entsprechend dann noch 194 kW, also mit PS. Ja, dann haben wir Reifenhersteller Trenneborg, Standard. Dann haben wir es genau das gleiche wie beim folgenden Modell, wie wir gesehen haben, dass der hintere Reifen umgedreht ist, dann Breitreifen, der Breitreifen ist umgedreht, dann hier Bandlaufwerk, dann hinten den umgedreht. Das ist jetzt dabei Michelin genau das gleiche, das ist Standard, hinten umgedreht. Dann hier Bandlaufwerk hinten umgedreht und dann haben wir hier uns im Continental genau gleich wieder das Spiel, hinten umgedreht, Bandlaufwerk hinten umgedreht. Dann haben wir hier wieder das hier mit diesen Logos und dann hier mit der Nummerisierung 1 bis 5 und als nächstes haben wir wieder hier diesen Aufkleber, ist alles das gleiche. Hier sieht man es jetzt auch noch ganz gut. Meine Meinung ist, was nicht gut sieht. Dann haben wir hier die Transportsicherungsschutz. Hier mit Gitter, dass man es ein bisschen sieht. Und weil es halt hinausgeht. Und dann hier diese kleine Platte. Und dann haben wir hier Motorisierung. Haben wir hier den 670er noch. Der hat jetzt hier
nicht viel Unterschied. Also jetzt haben wir 400 PS und 294 kW und mit der 670er haben wir 449 PS, entsprechend 330 kW. So, dann haben wir noch hier zum Beispiel Glücker, den 875 FC, kostet 50.000 Euro, 2550 Leasing, 10 km die Arbeitsgeschwindigkeit, Arbeitsbreite 8 Meter. Dann gehen wir mal hier noch her. Da haben wir noch unsere zwei Schneidwerke. Dann haben wir unseren Glas Vario 750, 7,5 Meter Arbeitsbreite, 10 km ist die Arbeitsgeschwindigkeit, kostet hier nur 45.000 Euro und 2.295 Leasing. Dann haben wir hier unser Glas Vario 900, 9 Meter Arbeitsbreite, 10 km die Arbeitsgeschwindigkeit, 49.000 kostet die Anschaffung und 2.499 Leasing. Dann haben wir noch, er ist noch nicht vorbei, ja, haben wir unseren Schneidwerkswagen, den Leguan 30, ja, schöner Name, muss ich wirklich sagen, hat hinten eine Umleuchte, kostet hier 5.000 Euro, 255 Leasing. So, machen wir jetzt mal hier. Power, wie wir sehen, noch angehängt. Steckdose sehe ich jetzt hier keine. Habe ich mal so grob mal beladen, wie wir sehen, hier die Achse hinten lenkt natürlich mit. So, starten wir mal. Schalten wir mal die Musik kurz aus und setzen wir mal zurück. Gehen wir mal die Innensicht mal ran. Sehen wir hier, Joystick ist animiert. Bremse, Pedal, das alles auch. Seitlich hier Display ist animiert. Drehzahlmesser. Wir haben hier neben uns ein Smartphone liegen. Und hier Spiegel, ja, funktioniert auch. Schauen wir mal noch, was wir hier noch machen können. Wir haben sonst hier keine besonderen Funktionen. Nicht, was ein anderer Drescher auch hat. Von innen drin sieht es eigentlich, finde ich, sehr gut aus. Es gibt welche, die sehen also überhaupt nicht gut aus. Der eigentlich so, der passt ganz gut. So. Naja, wir können ja noch hier unseren Schneidwerkswagen, bevor wir hier auf die Piste gehen, noch Lichttest hinterziehen. Na, jetzt bin ich so weit vorgefahren. Aber jetzt. Also. Die Umleuchte ist immer sehr gut funktioniert. Blinker macht noch Schein. Schein. Bremslicht. Alle Licht, mal sehen. So, dann hängen wir mal hinten wieder ab. Und gehen natürlich mal hier auf die Piste, klappen hier unseren Drescher mal aus. So. Fahren wir mal rüber. Fahren wir hier gleich hier unsere Strohschwaden. Ja, auch mal gespannt. Also wir fahren jetzt hier, wie es versprochen worden ist, mit 10 km/h. Inneren sieht es auch ganz ordentlich aus. Ich mal gleich mal so schauen, ob wir hier eine Anzeige haben, wie viel wir das Moment haben. Nein, leider nicht. Ich bin jetzt extra langsamer gefahren, nicht dass ich sonst wohin fahre. Immer wieder Gummi. Wenn wir auch mal gleich unser Rohr ausfahren. Ja, ja. Die Schufe.
wird auch schon langsam dreckig. Warte mal hier, er hat hier auch das Arbeitslicht. Das ist hier mit Nummer 6. 5, aber nicht das Erfolg. Einschalten, muss man sehen, dass es wieder ausschaut. Naja, ich habe den genau, ich habe den hier gekauft mit dem Fallschirmreifen. Müssen wir nachher noch schauen, ob der auch die Spuren entsprechend macht. Dann schalten wir das aus. Steigt mal aus. Das ist immer sehr interessant. Müssen. Ja, passen sogar. Hm, super. Noch erlebt, dass die Sachen nicht passen. Kommen wir hier auf die Straße. Machen uns ein Lichttest. So. Kommen wir mal gucken an. Wir haben hier, wie wir sehen, irgendwie komischerweise rechts und links als Hochtyp Warnung drin. Okay. Kauf. Keine Ahnung, was das ist gemeint. Er kann jedenfalls was nicht laden. Hat irgendwas mit dem Schneidwerk zu tun? Mit der linken und rechten Seite womöglich. So. Also, wir schauen aber jetzt mal hier. Natürlich. Licht natürlich an. So, haben wir jetzt hier die Scheinwerfer. So, mal Licht. Hinten, ja, ist auch da. Schein haben wir auch. Bremslicht haben wir auch. Und Umleuchte. Dann mit Numbit 5. Mit Numbit 6. Da schauen wir gleich hier, wie wir sehen, uns vor ein- und ausfahren. Das passt hier genauso. Finde ich ganz toll. Ah ja, schauen wir uns den innen drin nochmal an mit dem Licht natürlich. Da ja, jetzt den Blinker habe ich an. Komischerweise, nur wenn ich rechts blinke, geht die Kontrolllampe an, links geht keine an. Komisch, irgendwie schon. Dann schauen wir gleich hier die anderen Kontrolllampen. Nein, hat das uns nichts. So, jetzt gehen wir in die Außenansicht. Es sollte ja hier dynamische Schläuche ja auch irgendwie haben. Aber da fällt mir jetzt also nichts auf. Man sieht, der Blinker läuft ja noch, wo ich da vor eingeschalten hatte. So. Aber da fällt mir jetzt nichts auf. Ist nur normal die Zapfwelle da, was da ist. Sonst hat der da nichts. Auf der Richtung. Ja, er ist schon jetzt ziemlich dreckig geworden nach dem kurzen Einsatz. Mal sehen. Und ich finde es ja so schlecht. Er hat nur ein paar Sachen, wo verbesserungswürdig natürlich sind. Ganz normal hier im Schneidwerk hier nur auf und runter klappen, mehr nicht. Wenn wir noch rüber tappen, mal im Hof mal die anderen Sachen anschauen, wie das hier so schick ausschaut. Das hier Logo gefällt mir natürlich am besten. Hier haben wir unser Aufkleber texturmäßig. Ja, das 600 sieht gut aus, das 650, ja, Götte.
nach meinem Geschmack ein bisschen noch nachgearbeitet. Aber ich habe schon Schlimmere gesehen. Hier an der Seite her. Genauso fast so weit das. Dann hier genauso. Und hier seitlich. Na, hänge ich hier zwischendrin fest oder was? Jojo. Doch so war es eigentlich so weit das. Ja, wenn euch hier das Video natürlich gefallen hat, dann schaut es natürlich wieder rein. Würde mich natürlich freuen. Damit sage ich Servus. Grüß euch. Euer Franz.